Beste Stimmung bei der Vorbereitung auf den Bundesliga-Wettkampf der Gewichtheber. Zu Gast im stärksten Dorf der Welt in Samswegen die Mannschaft vom AC Mutterstadt. Beide Vereine wissen, welche Stärken der Gegner hat und schätzen ihre Situation realistisch ein. Ja, wird natürlich schwierig hier beim Deutschen Meister, aber wir versuchen einen spannenden Wettkampf zu liefern. Also wir stehen leider nicht ganz zu 100%. Wir haben leider momentan relativ viele Verletzte, vor allem im Frauenbereich. Aber wir wollen gucken, dass wir Samswegen vielleicht die Mannschaft ein bisschen ärgern können. Wollen wir mal sehen, wie sich der Wettkampf entwickelt. Und der sportliche Leiter des Deutschen Meisters weiß um die Motivation seiner Heber. Heute haben wir zu erwarten nochmal ein Déjà-vu zu dem letzten Wettkampf in Speyer. Also wir rechnen damit, dass beide Mannschaften um die 840 Punkte machen können. Da entscheidet wieder jeder Versuch und vielleicht entscheidet sogar wieder, wie in Speyer, der letzte Versuch von Jerzy Orsak, dass wir hier eventuell gewinnen können. Wir sind ein bisschen gehandicapt. Der Michael Müller hatte sich in Speyer verletzt, kann Gott sei Dank wieder heben, aber eben wahrscheinlich nur Standhebung machen, aber immer noch mehr wie unser adäquater Ersatzmann. Von Klaus Busse auf den Unterhalt der Bundesliga. Wenn Samswegen in dieser Saison noch ungeschlagen auch diese Begegnung für sich entscheiden kann, dann ist die Teilnahme am Schlusswettkampf sicher und den Sportlern nicht mehr zu nehmen und die angestrebte Titelverteidigung damit in greifbarer Nähe. Und das Beste daran wäre, dass der Schlusswettkampf dann auch in der Samswege Halle stattfinden könnte, aber das ist eben nicht so einfach. Zur Pause nach dem Reißen liegt Samswegen mit 19 Punkten zurück. Die Trainer wissen, dass das jetzt noch gar nichts zu bedeuten hat und die starken Männer aus der Börde sind im Stoßen besonders gut. Und das beweisen sie vor der ausverkauften Halle nachdrücklich. So, der Anfang ist gemacht. Weißes Fähnchen gilt die Opposition, aber gut. Punkt um Punkt kommt auf das Konto und am Ende steht mit 881,5 Punkten das beste Saisonergebnis und bedeutet beste Chancen für das Projekt Titelverteidigung 2020.